Tür schließen. Ja, Fußbremse durchtreten. Ein Ritt auf 12 Tonnen Stahl. Das wollte KN-Reporter Steffen Müller einmal ausprobieren. Normalerweise werden auf dem Gelände der Kieler Verkehrsgesellschaft neue Busfahrer ausgebildet. Ausnahmsweise darf heute aber ein Journalist hinter das Steuer. Fahrlehrer Jörg Juppin gibt eine Einführung und erklärt, worauf es ankommt. Im Busfahren muss man eben halt viel mehr Rücksicht nehmen, auch auf andere Verkehrsteilnehmer. Man muss viel vorausschauender fahren. Ich muss alles sehen, ja? Was auf der Straße los ist, was neben der Straße los ist. Ich muss im Vorfeld die Ampeln früh sehen können. Ich muss früh handeln, weil es bringt nichts, wenn ich mit Schwung an eine Haltestelle ranroll und dann sehr stark in die Bremsen reingehe, was nicht so angenehm für unsere Fahrgäste ist, sondern ich muss früher, deutlich früher als mit einem Pkw bremsen, sanft runterbremsen und zum Schluss möglichst ganz, ganz weich zum Stehen kommen. Ein Busfahrer muss wissen, welche Kräfte wirken, wenn sein Gefährt zum Stehen kommt. Einmal mehr Gas. Mehr Gas. Und jetzt einmal ganz kräftig in die Bremse. Nichts passiert. Außer uns ist ja niemand mitgefahren. Und unser Reporter wird von Runde zu Runde sicherer. Es fühlt sich gut an. Also es ist ungewöhnlich, aber es macht Spaß. Also man muss sich daran gewöhnen, dass man wirklich vor der Achse sitzt. Ja, gerade beim Lenken, dass man ein bisschen mehr Platz gefühlt nach vorne hat, dass man nicht gleich gegen eine Wand fährt. Und es kommt einem verdammt schnell vor. Also ich bin jetzt maximal 30 gefahren, aber hatte das Gefühl, dass es ja schon 50, 60, 70 ist. Also Respekt vor den Busfahrern, die mit 50 wirklich und den ganzen Fahrgästen dann durch die Stadt fahren mit dem ganzen Verkehr. Also ich muss sagen, ich bin jetzt schon ein bisschen gestresst, nur von diesem paar Runden, die ich hier gefahren bin. Und wenn ich mir überlege, ich müsste hier noch Fahrgäste bedienen, Tickets ausgeben, vielleicht Wegebeschreibung abgeben, das ist eine ordentliche Aufgabe, die da auf die Busfahrer zukommt. Wer nun selbst einmal Bus fahren will, kann sich bei der KVG melden. Nachwuchs wird hier immer gesucht.